Auch Frauen töten, wenn auch deutlich seltener als Männer. Morden Frauen anders als Männer? Wie töten sie und was sind ihre Motive? Wir werfen einen Blick auf drei mörderische Frauen der Geschichte. Die Rote Lena oder Warum töten Frauen? Oktober 2020. Archäologen machen bei Hasefeld in Niedersachsen eine sensationelle Entdeckung. Ein Skelett. Der Kopf liegt an den Füßen. Es sind die Gebeine der berüchtigten Roten Lena. Die Forscher hatten schon länger nach dieser Stätte gesucht. Sie wissen, die Rote Lena wurde hier auf einem Richthügel 1842 öffentlich enthauptet und, so war das üblich, an Ort und Stelle verscharrt. In der Region kennt man die Legende der rothaarigen Mörderin. Was aber ist damals genau passiert? Die Forscher Daniel Nössler und Dietrich Alsdorf suchen im Landesarchiv in Stade in den historischen Prozessakten nach Hinweisen. Hier haben wir das Todesurteil, das also richtig hervorgehoben und eben auch die Todesstrafe. Hier steht, dass die Todesstrafe durch Enthaupten zu vollziehen ist. Wer war die Frau, die man die Rote Lena nennt? Sie heißt eigentlich Anna Marlene Prink, kommt 1800 zur Welt und verdankt ihren Beinamen ihren roten Haaren. Doch war sie tatsächlich eine Mörderin? Schließlich sind mörderische Frauen rar. Tötungsdelikte werden in allen Zeiten und auch in verschiedenen Ländern deutlich häufiger von Männern begangen als von Frauen. Derzeit kann man sagen, dass rund 9 von 10 Tötungsdelikten von Männern begangen werden. Und das kann man auch international so festhalten. Es heißt, Anna Prink habe ein solches Tötungsdelikt begangen. Zusammen mit ihrem Liebhaber, dem Knecht Tönjes Dammann, soll sie ihren Ehemann Hans Prink vergiftet haben. Mit sogenannter Mäusebutter. Mäusebutter ist dann dieses Mäusegift, genau. Mit Arsen, ja. Ne? So hieß das damals, Mäusebutter. Und man hat ja dann bei der Obduktion tatsächlich Reste des Giftes feststellen können. Und letztendlich hat sie es ja auch zugegeben. Zwar auch widerrufen, dass sie ihm Butterbrote mit Arsen gegeben hat und in den Tee hat sie das Gift auch getan. Anna Prink wird verhaftet, für schuldig befunden und hingerichtet. Was aber war ihr Motiv? Haben Frauen andere Gründe zu töten als Männer? Dazu gibt es geschlechterspezifische Theorien. Ein ganz wesentlicher Unterschied, der in der Fachliteratur auch häufig angesprochen wird, ist, dass wenn Frauen töten, sie häufiger ein Motiv haben, die Person loswerden zu wollen. Und Männer, besonders im Nahbereich, häufiger Menschen töten, von denen sie nicht akzeptieren wollen, dass diese sie verlassen wollen. Und diese Unterscheidung findet man auch in unterschiedlichen Zeiten und kulturellen Kontexten. Warum aber hätte die Rote Lena ihren Ehemann loswerden wollen? In den Prozessakten wird ihr ein schlechter Charakter bescheinigt. Lügnerisch, schlau, verstockt und heftigen, jähzornigen Charakters. Man hat versucht, die möglichst schlecht dastehen zu lassen. Ihr wurde ja auch hier in den Akten generell vorgeworfen, dass sie ein liederliches Frauenzimmer gewesen ist. Sie hat ihren Mann sicherlich auch betrogen. Aber andererseits hat sie auch immer wieder betont, dass er sie schlecht behandelt und geschlagen hat. War die Rote Lena eher Opfer oder eine kaltblütige Täterin? In den Verteidigungsschriften hat Dietrich Alsdorf neue Hinweise gefunden. Darin steht, wie die Rote Lena damals Magd auf einem Hof auf ihren späteren Ehemann trifft. Ein älterer Knecht ist auf sie aufmerksam geworden und der hat sie ständig verfolgt, hat ihr nachgestellt, und so dass sie gezwungen war, in ihr Elternhaus zurückzukehren. Und auch dort fanden diese Nachstellungen statt, bis sie schließlich von ihm in einer schwachen Stunde zu Fall gebracht wurde. Also man würde sagen, sie ist vergewaltigt worden. So, genau. Und infolgedessen befürchtete die Familie, sie wäre schwanger. Und dann wurde von ihren Eltern verfügt, dass sie eben diesen Mann heiraten sollte. Sozusagen, sie musste ihren Peiniger dann auch noch heiraten. Genau.
Die Übergriffe des Ehemanns scheinen sich fortzusetzen. Ihr Ehealltag war geprägt von Gewalt, Misshandlungen, sodass sich über 2 Jahrzehnte dieser Hass aufbauen konnte und dass sie dann irgendwann zum Entschluss kam, ihren Peiniger auch umzubringen. Ja. Die rote Lena scheint also nicht nur Täterin, sondern selbst auch Opfer von Gewalt gewesen zu sein. Vielleicht hat sie also tatsächlich getötet, um ihren Peiniger loszuwerden. Gesche Gottfried oder Wie töten Frauen? Bremen. Hier lebt Anfang des 19. Jahrhunderts Gesche Gottfried. Das Schicksal trifft sie scheinbar hart. In ihrem Umfeld sterben immer wieder Menschen. Im Staatsarchiv Bremen sind noch die Todesanzeigen erhalten. Auch eine, in der Gesche Gottfried den Tod ihrer Tochter betrauert. Der Autor Peer Meter gibt ihren Wortlaut wieder. Jeder an meinem Schicksal Teilnehmende und vorzüglich diejenigen, die von der innigen Liebe, die ich für dieses Kind hegte, überzeugt sind, werden die Größe meines Schmerzes zu würdigen wissen und mir im Stillen eine Träne des Mitleids weihen. Wenig später stirbt auch ihre zweite Tochter. Kurz darauf folgt der Tod ihres Vaters, dann der ihres Sohnes. Die Schicksalsschläge nehmen scheinbar kein Ende. In der Bevölkerung gilt Gesche Gottfried als Engel von Bremen, da sie sich um Kranke und Schwache kümmert. Erst ihr späterer Vermieter Johann Christoph Rumpf kann Licht ins Dunkel bringen. Auf einem Stück Speck findet er eine weiße Substanz und lässt sie untersuchen. Das Ergebnis? Es handelt sich um Arsenik. Der Verdacht fällt auf Gesche Gottfried. Für Lydia Benecke spricht einiges dafür, dass Frauen früher häufiger zum Gift griffen als heute. Früher gab es sicherlich mehr Giftmorde von Frauen als heute. Und das liegt an mehreren Faktoren. Einerseits, dass Gift unter anderem eingesetzt wurde, um eben einer unglücklichen Ehe zu entgehen. Also die Motivlage war sicherlich häufiger vorhanden früher, wo eine Ehe nicht einfach so zu beenden war wie heute. Aber auch die Verfügbarkeit und die Alltagssituation der Frauen waren wichtig für diese Entscheidung. Beim Kochen und bei der Krankenpflege gab es natürlich zahlreiche Möglichkeiten, Menschen zu vergiften. Außerdem hatten sie häufig Gift verfügbar im Alltag, denn man hat Gift gegen Ratten zum Beispiel typischerweise im Haushalt gehabt. 1828 wird Gesche Gottfried verhaftet. Sie landet schließlich im Gefängnis in Bremen. Dort verbringt sie 3 Jahre in einer Zelle. Heute befindet sich hier eine Dokumentationsstätte. Schon kurz nach ihrer Verhaftung beginnt Gesche Gottfried in einem Verhör zu gestehen. Ich bin an vielen Toten schuld. Mehr kann ich nicht sagen. Johanna habe ich was gegeben. Auch Adelheid. Aber dem Vater Tim habe ich nichts gegeben. Auch Heinrichs Tod habe ich verschuldet. Das ist also ihr allererstes Mordgeständnis. Und zwar ist es genau ihre Kinder. Die Ermordung ihrer Kinder gibt sie zu. Aber die Ermordung ihres Vaters und ihres Bruders, da sagt sie noch, das war ich nicht, obwohl sie die ja auch ermordet hat. Und das hat ihr den Reigen eröffnet, dass die gesamten Todesfälle in Gesche Gottfrieds Umfeld untersucht wurden. Und dann kam ja nach und nach immer mehr ans Licht, dass sie einen nach dem anderen aus ihrer Familie vergiftet hat. Gesche Gottfried tötet in den Jahren von 1813 bis 1827 insgesamt 15 Menschen mit Gift. Darunter Kinder, Ehemänner, Eltern, Freunde. Sie wird zum Tode verurteilt. Über ihre Motive wird bis heute gerätselt. Anfänglich scheint es, als wollte sie Angehörige loswerden, die ihrer Lebensplanung im Weg stehen. Mit der Zeit aber scheinen die Taten immer willkürlicher zu werden. In einem Verhör spricht Gesche Gottfried über ihren Gifttrieb. Späterhin bekam ich immer einen Drang, Gift zu geben. Es war, als wenn eine Stimme mir sagte, ich müsse es tun. Ich hatte gewissermaßen Wohlgefallen daran. Ich schlief ruhig und all diese unrechten Handlungen drückten mich nicht. Man schaudert doch sonst vor dem Bösen. Allein das war bei mir nicht der Fall. Ich konnte mit Lust Böses tun.
Wie aber konnten die Morde so lange unentdeckt bleiben? Per Meter hat die verschollen geglaubten Prozessakten ausgewertet und daraus neue Erkenntnisse gewonnen. Das ist das Schockierende, dass diese Mordserie viel früher hätte beendet werden müssen, weil es auch bereits Jahre vor der Verhaftung Gesche Gottfrieds immer wieder Warnungen gegeben hat vor dieser Frau. Da stimmt was nicht. Die Menschen werden alle krank, die hantiert mit Gift. Es ist ja sogar ein Jahr vor ihrer Verhaftung Gift an Lebensmitteln gefunden worden, also die berühmte Mäusebutter. Und das wurde nicht untersucht. Aber das ist eben der Geist des Biedermeiers, der da gewirkt hat. Und es hat sich offensichtlich niemand vorstellen können, dass eine Frau zu solchen Giftmordtaten fähig ist. Man traut es ihnen vielleicht nicht zu. Dabei zeigt ein Blick in die Geschichte, für Frauen ist oft Gift das Mordmittel der Wahl. Nicht nur bei den Kriminalfällen Gesche Gottfried und der Roten Lena. Elisabeth Báthory oder Wie brutal können Frauen sein? Ungarn an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert. Auf der Burg Schachtice herrscht in dieser Zeit eine mächtige Gräfin, Elisabeth Báthory. Man erzählt sich, dass sie dort zusammen mit 5 Bediensteten, 4 Frauen und einem Mann junge Dienstmädchen grausam foltert und ermordet. Für viele kaum vorstellbar. Kann eine Frau so brutal sein? Die Ruinen der Burg Schachtice existieren noch in der heutigen Slowakei. Der Autor und Fotograf Gerald Axelroth begibt sich dort auf Spurensuche. Was ist tatsächlich an diesem Ort geschehen? Elisabeth hat die Burg Schachtice nach dem Tod ihres Mannes im Jahre 1604 zu ihrem neuen Stammsitz gewählt. Und die Burg Schachtice war ja nicht nur ein Hochzeitsgeschenk, sondern sie ist ja auch sehr versteckt gelegen. Wie ein Adlerhorst thront sie hoch auf einem schwer zugänglichen Felsen, also ein idealer Platz, um heimlich Mädchen zu foltern und zu ermorden. Zahlreiche Zeugen haben ihr Wissen zu Protokoll gegeben. Viele bestätigen die Taten von Elisabeth Báthory und ihren Gehilfen. Auch die Helfer der Gräfin werden später teils unter Folter verhört und gestehen. Wir wissen aus den Verhörprotokollen, dass sie und ihre Komplizinnen sehr einfallsreich waren. Sie haben die Mädchen nicht einfach nur zu Tode gepeitscht, sondern sie haben sie auch beispielsweise im Winter mit eiskaltem Wasser übergossen oder sie haben ihnen Nadeln durch die Hände gestochen oder sie haben ihnen auch die Lippen mit Nadeln zugeklammert, damit sie nicht schreien haben können. Doch Zweifel bleiben. Einmal ist in den Verhörprotokollen von ungefähr 36 Opfern die Rede, dann von 650. Gab es diese Folterungen und Morde tatsächlich? Wenn ja, wer begeht solche Grausamkeiten? Eine Sadistin? Wenn sie diese Taten begangen hat, dann wäre sie vom Tätertypus sicherlich jemand, der psychopathische Persönlichkeitseigenschaften aufgewiesen hätte. Sehr kaltblütig, sehr auf sich bezogen, ohne jede Grenze, keine Angst vor Strafe, aber auch keine Schuld oder Mitgefühle. Und eine Person, die auch gerne Macht ausübte. Die Gräfin wird in ihrer Burg unter lebenslangen Hausarrest gestellt. 3 ihrer Mittäter werden zum Tode verurteilt und hingerichtet. Doch waren Elisabeth Báthory und ihre Gehilfen tatsächlich schuldig? Bis heute sind sich die Experten uneins. Manche schenken den Verhörprotokollen Glauben. Andere zweifeln sie an oder halten die mächtige Gräfin gar für das Opfer einer politischen Intrige. Lassen sich solche Grausamkeiten überhaupt erklären? Die Kriminalpsychologin Lydia Benecke zieht zu den vermeintlichen Taten Báthorys jüngere Vergleichsfälle aus den USA heran. Es gibt seltene Fälle, die genau den Tätertypus beschreiben, der auch bei Elisabeth Báthory zutreffen könnte. Spezifisch eben Frauen, die älter werden, die früher sehr viel Wert auf ihr Aussehen und auf ihre weibliche Rolle gelegt haben und die dann beim Älterwerden ab einem gewissen Punkt junge Frauen, Jugendliche, in denen sie scheinbar etwas sehen, was sie selbst glauben verloren zu haben, genau diese Jugendlichen dann immer mehr foltern, in Extremfällen sogar bis hin zur Tötung. Der Umfang, die Opferanzahl ist hier das, was besonders heraussticht. Das wäre allerdings zu erklären
durch ihre historische Möglichkeit als Hochadlige sehr lange mit solchen Taten davon zu kommen, was natürlich vergleichbare Täterinnen in der modernen Zeit so gar nicht hätten umsetzen können. Aus der Geschichte der vermeintlichen Serienmörderin entwickelt sich mit der Zeit das Schauermärchen über die Blutgräfin. Und das geht so. Ein Dienstmädchen zieht beim Kämmen an ihren Haaren. Elisabeth Báthory schlägt sie, Blut spritzt auf ihre Haut. Die Gräfin stellt fest, ihre Haut verjüngt sich dadurch. Und so kommt Elisabeth Báthory auf die Idee, in einer Wanne voller Blut zu baden. Das ist, wie wir heute wissen, eine Legende. Sie ist erst 120 Jahre später entstanden. Ein Jesuitenpater hat sie völlig unkritisch veröffentlicht. Und zwar genau zu der Zeit, als auch die ersten Berichte über Vampire auf dem Balkan ans Licht der Öffentlichkeit gedrungen sind. Frauen töten zwar deutlich seltener als Männer, aber auch sie sind zu brutaler Gewalt fähig. Dafür steht die Geschichte der ungarischen Gräfin Báthory. Auch wenn sich in ihrem Fall Wahrheit und Legende nicht genau trennen lassen. Kennt ihr weitere Mörderinnen der Geschichte? Dann schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert diesen Kanal.